Aber Buddha hätte gesagt, was soll dieser ganze Unsinn? All dieses unermesslich gnadenlose, unendliche, unaufhörliche Leiden eines zufälligen Vertilgtwerdens an den Pforten von Kairos und Tyche, nur um dieses bunte Bühnenschauspiel, Unterhaltungstheater zu inszenieren, von dem mich ja sowieso nur ein einziger Akt oder Aufzug interessiert hätte und gepackt und amüsiert und ekstatisch Lust belohnt, um alles andere in einen gleichgültigen Hintergrund zu rücken, dessen, was mich sowieso nicht angeht. Das kann ja wohl schlecht angehen, diesen unsäglichen, unvorstellbaren Preis zu zahlen. Nur damit diese Blendschönheit der Maya, des Schleiers der Maya entsteht, so ähnlich würde der indische Vedantismus das formuliert haben.